Habt ihr es mitbekommen? Das Thema Bildung ist mal wieder in aller Munde. Wahrscheinlich ist es egal, wann ihr das Video seht, der Satz, der passt nämlich eigentlich immer. Schließlich ist Bildung sowas wie ein Dauerbrenner. Ständig gibt es neue Ergebnisse irgendwelcher Vergleichsuntersuchungen, in denen dann deutsche Schülerinnen und Schüler nicht so gut abgeschnitten haben. Und vor Bildern von heruntergekommenen Schultoiletten kann man sich auch nicht retten. Aber wer weiß, vielleicht geht ja bald mal ein Ruck durch Deutschland und das deutsche Schulsystem wird tiefgreifend reformiert. Ich meine, der Staat hat aktuell ziemlich viel Geld zur Verfügung. Außerdem wird immer wieder am Kooperationsverbot gerüttelt, das 2006 ins Leben gerufen wurde und das es dem Bund verbietet, Schulen direkt zu unterstützen. Bildung ist nämlich Ländersache. Alles in allem könnte es also gut sein, dass in den nächsten Jahren Bewegung in die Bildungslandschaft kommt. Aber was soll sich eigentlich verändern und in welche Richtung soll es gehen? Einer, der sich genau darüber Gedanken gemacht hat, ist Richard David Brecht in seinem Buch Anna, die Schule und der liebe Gott. Richard David Brecht ist vielen von euch vermutlich ein Begriff. Er hat einige Bücher geschrieben und er ist medial ziemlich präsent. Der Mann hat weit über 3 Millionen seiner Werke verkauft. Also es läuft ziemlich gut, würde ich sagen. Sein Erfolg liegt unter anderem darin begründet, dass er eine leicht verständliche Sprache verwendet und eindrücklich argumentiert. So gelingt es ihm, komplexe Bereiche, ja, verständlich zu beleuchten. Selbst bezeichnet sich Brecht als Philosoph, der es als seine Aufgabe ansieht, verschiedene Themen, zum Beispiel auch das Thema Bildung, nicht wie ein Experte aus einem einzigen Blickwinkel heraus zu betrachten, sondern aus der Zusammenschau ganz unterschiedlicher Perspektiven zu einer neuen Sichtweise zu gelangen. Das ist ein interessanter Ansatz natürlich, aber was er da so macht, das finden nicht alle gut. Ich will in diesem Video hier zwei Sachen machen. Zum einen will ich natürlich kurz auf Brechts Ideen und Ansätze zu unserem Bildungswesen eingehen, wie ich das ja bei den anderen Theoretikern auch immer mache. Außerdem möchte ich mich aber zudem oder vielmehr hauptsächlich mit der Kritik an Brecht auseinandersetzen und selbst auch neue Aspekte einbringen. Ja, nun aber erstmal zum Inhalt. Brecht teilt sein Buch in zwei Teile ein. In Teil 1 beschreibt er den Ist-Zustand des Schulsystems als die Bildungskatastrophe. Und im zweiten Teil macht er unter der Überschrift Die Bildungsrevolution konkret, wie er sich denn die Schule der Zukunft vorstellt. Die Katastrophe, von der Brecht spricht, die liegt seiner Auffassung nach darin begründet, dass sich unser Schulsystem seit dem 19. Jahrhundert nicht tiefgreifend verändert hat. Natürlich gab es immer wieder Reformen, die haben jedoch stets nur zu oberflächlichen Veränderungen geführt. Strukturell hat sich für ihn nichts geändert. Maßgeblich für die Unterrichtsinhalte ist immer noch der Lehrplan, in dem die Inhalte festgeschrieben werden, die die Schülerinnen und Schüler bis zum Jahresende beherrschen müssen. Zum einen sei das viel zu viel, zum anderen werden die Interessen der einzelnen Schüler dabei kaum berücksichtigt. Er konkretisiert die Rückständigkeit weiter, indem er feststellt, dass wir noch heute ein gegliedertes Schulwesen haben, in dem Jahrgangsstufen im 45-Minuten-Takt nebeneinander her unterrichtet werden. Die verschiedenen Fächer, ja, die werden dabei nicht oder eben nur sehr sporadisch aufeinander bezogen. Das würde allem widersprechen, was wir heute aus der Entwicklungspsychologie, der Lehr-Lern-Forschung oder auch den Neurowissenschaften über gelingendes Lernen wissen. Gelernt wird dabei nämlich nicht nachhaltig und in Zusammenhängen, sondern lediglich auf die nächste Überprüfung hin. Da das Faktenwissen danach nicht mehr benötigt wird, kann das meiste von dem, was gelernt wurde, einfach wieder vergessen werden. Mit einem umfassenden Bildungsverständnis hat das nichts zu tun. Mit weitreichenden Konsequenzen für Individuen und Gesellschaft. Auf einer individuellen Ebene bilden wir in den Schulen Menschen aus, die vor allen Dingen gelernt haben, sich anzupassen, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Was dabei viel zu kurz kommt, ist die Ausbildung einer Gesamtpersönlichkeit, also einer Persönlichkeit mit eigenen Standpunkten, eigenen Prinzipien, die neue Inhalte in Bezug zum eigenen Wissen und zur eigenen Haltung setzen kann. Die eigentliche Katastrophe sieht Brecht aber vielmehr auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Seine These ist: Im Zuge der Digitalisierung wird sich unsere Gesellschaft radikal verändern. Eine Vielzahl der Berufsmodelle, wie wir sie kannten und kennen, wird in absehbarer Zeit nicht mehr existieren. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das ein ganz neues Anforderungs- und Aufgabenprofil. Wir müssen damit rechnen, bald viel selbstständiger und innovativer zu arbeiten als bisher. Zentrale Schlagworte sind hier die Projekt- und die Teamarbeit. Genau auf diese sich verändernde Gesellschaft müsste die Schule die Schülerinnen und Schüler eigentlich vorbereiten. Nach Auffassung Brechts tut sie das aber nicht,
denn in ihrer Grundstruktur ist die Schule noch so aufgebaut, ja, wie im 19. Jahrhundert. Altmodisches, verkrustetes Schulsystem und moderne, digitalisierte Gesellschaft. Das geht für Brecht nicht zusammen und deswegen knirscht's im Gebälk. Nicht mehr lange und das komplette Konstrukt stürzt in sich zusammen. Die Bildungskatastrophe ist damit kurz angerissen und klar ist für Brecht, dass hier mit Reformen, also mit oberflächlichen Veränderungen, nichts mehr repariert werden kann. Wir müssen tiefgreifende strukturelle Eingriffe vornehmen. Wir müssen Kern sanieren, also das komplette System austauschen. Was wir brauchen, ist eine Schule der Zukunft. Diese Schule der Zukunft, die sollte zunächst mal nicht mit Belohnung und Bestrafung durch Noten arbeiten, sondern an den Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Kinder ansetzen. Der Wert der Lerninhalte, also der Mehrwert, den der Lernende durch den Lerninhalt hat, der muss deutlich gemacht werden. Gelingt es, dann haben die Kinder Lust daran, von sich aus zu lernen. Noten brauchen wir in diesem Modell nicht mehr. Ebenfalls ganz zentral sind natürlich die Bereiche Projektarbeit und Teamfähigkeit. Ihr erinnert euch, die Bereiche, die stehen in engem Zusammenhang mit den Anforderungen, die die digitalisierte Gesellschaft an uns stellt. Je nach Projektthema sollen unterschiedliche Unterrichtsfächer eingebunden werden, um die Lerninhalte in einen Gesamtkontext einzubetten. Die Teamfähigkeit, die wird durch die Förderung der sozialen Entwicklung der Kinder gestärkt. Brecht fordert in diesem Zusammenhang zum Beispiel jahrgangsübergreifenden Unterricht, der flexibel von den Lehrkräften gestaltet und von den Schülerinnen und Schülern besucht werden kann. Freundschaften können hier viel eher auf Grundlage gleicher Interessen geschlossen werden, als dies bei einem Unterricht in Klassenverbänden möglich wäre. Eine weitere Unterstützung der sozialen Entwicklung erfahren die Kinder durch die Beziehungs- und Verantwortungskultur an Brechts Traumschule und durch das Wertesystem, an dem sich die Schülerinnen und Schüler orientieren sollen. Disziplin und die Möglichkeit der Teilhabe an verschiedensten Entscheidungen spielen hier eine zentrale Rolle. Mich erinnert es so ein bisschen an die Demokratieerziehung, wie man sie von Dewey kennt. Ein Video zu ihm habe ich euch hier oben in der Infobox verlinkt. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt eine erste Idee davon, wie sich Brecht unsere Schulen wünschen würde, auch wenn ich nicht wirklich ins Detail gegangen bin. Vielleicht könnt ihr euch denken, dass bei dieser Zukunftsvision die Meinungen ziemlich weit auseinandergehen. Auf der einen Seite haben wir die Befürworter, die sich eine Schule wünschen, die die Bedürfnisse der Kinder wahrnimmt und berücksichtigt, in der die Entwicklung einer Gesamtpersönlichkeit unterstützt wird und so weiter. Und auf der anderen Seite schlagen die Gegner bei solch irrwitzigen Ideen wie der Abschaffung des Notensystems die Hände über dem Kopf zusammen. Also kein Wunder, dass sich an dem Buch die Geister scheiden. Brecht scheut sich ja nicht davor, seine Vorschläge und Thesen auch im Gespräch mit anderen, beispielsweise auch in Talkshows, zu verteidigen. Und klar, um Feuer in die Debatte zu bringen, lädt die Redaktion natürlich auch wenigstens einen Gast ein, der andere Auffassungen vertritt als Brecht. Soweit so gut. Aber mal die Frage an euch. Kennt ihr eine Talkshow mit Brecht, in der von einem Kritiker argumentativ ausgehebelt wurde? In der zum Beispiel in Widersprüche verstrickt oder für Außenstehende klar ersichtlich als Polemiker und Schlamper identifiziert werden konnte? Also ich habe einiges von und mit ihm gesehen und mir ist nichts dergleichen bekannt. Dabei sind die Kommentarspalten der Zeitungen und Online-Magazine voll, voll mit vernichtender Kritik. Da muss es doch wohl auch möglich sein, den Mann in der direkten Kommunikation vor Publikum rhetorisch in die Ecke zu treiben. Ich wollte wissen, was an der Kritik an Brecht dran ist und ob man besser die Finger von seinen Büchern lassen sollte. Deswegen habe ich mich intensiv mit ihm und auch mit seinen Thesen, aber auch mit den Rezensionen an seinem Buch auseinandergesetzt. Ja, und was soll ich sagen? Vieles von dem, was man so an Kritik in den Online-Magazinen liest, ist in meinen Augen ziemlich unangemessen und lässt sich deswegen auch leicht entkräften. Mit unangemessen meine ich jetzt nicht, dass die aufgeworfene Kritik grundsätzlich falsch ist. Mit unangemessen meine ich, dass die Kritik Brechts Intention überhaupt nicht berücksichtigt. Dazu einige Beispiele. Häufig wird gesagt, dass das Buch polemisch geschrieben ist, dass angeschnittene Themen nur oberflächlich behandelt werden und dass kein wirklicher roter Faden zwischen den verschiedenen Kapiteln erkennbar sei. Außerdem arbeitet Brecht nicht selbst als Lehrer, sondern kennt die Schule nur aus seiner eigenen Schulzeit und ja, der seines Sohnes. Ihm fehlt deswegen die Legitimation, um überhaupt Kritik am Schulsystem zu äußern. Und als wäre das nicht genug, sind die Reformideen, die er anführt, ein alter Hut. Er bringt nichts, worauf nicht andere vor ihm schon gekommen wären. So, und was ist da jetzt dran? Ganz grundsätzlich muss man erstmal festhalten, Anna, die Schule und der liebe Gott ist ein Sachbuch. Ein Sachbuch will kein Fachpublikum, sondern die breite Masse der Gesellschaft erreichen. In der Buchhandlung steht das Buch zwischen tausend anderen.
Was denkt ihr denn? Wie viele Bücher würde ein Sachbuchautor verkaufen, wenn er stets neutral bleiben und in seiner Argumentation immer in die Tiefe gehen würde? Vermutlich nur sehr wenige. Die Leserinnen und Leser eines Sachbuchs wollen unterhalten werden. Da müssen rhetorische Spitzen und anschauliche Beispiele drin sein, sonst liest es keiner. Und das ist es, was Brecht will: viele Menschen erreichen. Und zu den beiden anderen Kritikpunkten. Ja klar, Brecht hat nie als Lehrer an der Schule gearbeitet. Aber darf er sich deswegen nicht kritisch zum Bildungssystem äußern? Entscheidend ist doch wohl, ob jemand überzeugende Argumente bringen kann. Und ob das der Lehrer, der Bildungswissenschaftler, die Hausfrau oder Brecht tut, das sollte doch wohl zweitrangig sein. Und zu dem Einwand, dass die Ideen nicht neu sind, darf man denn nichts mehr sagen, was jemand anderes vorher schon gesagt hat? Den Punkt verstehe ich überhaupt nicht. Natürlich sind die Ideen nicht neu, aber die Perspektive, die Brecht einnimmt, um die Thematik zu erläutern, und der Gesamtkontext, in den er die Ideen einbindet, der ist es. Ihr seht, einige Kritikpunkte kann ich so nicht gelten lassen. Das heißt aber beim besten Willen nicht, dass ich mit dem, was Brecht geschrieben hat, uneingeschränkt einverstanden bin. Vier Aspekte habe ich mir rausgegriffen, über die es sich lohnt, mal nachzudenken. Zunächst schauen wir uns mal Brechts Bildungsbegriff an. Das ist deswegen wichtig, weil Brecht beide Teile seines Buches, also sowohl die Bildungskatastrophe als auch die Bildungsrevolution, auf seinem Bildungsverständnis aufbaut. Und ein Baufundament sollte doch schon recht stabil sein, finde ich. Über Bildung sagt Brecht, das bedeutet in erster Linie, sehr viele verschiedene Dinge produktiv miteinander verbinden zu können und damit vielfältige eigene Gedanken zu entwickeln. Diese Fähigkeit der produktiven Verknüpfung bezeichnet er auch als Orientierungswissen. Gebildete Menschen verfügen also vor allen Dingen über eine Art Metawissen. Es geht weniger darum, einen festen, abrufbaren Wissensbestand zu haben, als vielmehr darum, sich neue Fähigkeiten und Wissen selbstständig aneignen zu können. Interessanter Gedanke. Die These kann man sicherlich so vertreten, aber mit einer ausgefeilten Bildungstheorie hat das nichts zu tun. Man braucht kein Bildungswissenschaftler zu sein, um zu erkennen, dass es doch durchaus dürftig ist, aus diesem Bildungsverständnis die Kritik am Schulsystem und notwendige Verbesserungsvorschläge abzuleiten. Sachbuch hin oder her. Eine Antwort auf die Frage, was Bildung ist, bleibt Brecht in meinen Augen schuldig. Er sagt viel lieber, was Bildung für ihn nicht ist. Und zwar immer und immer wieder. Bildung darf nicht als inhaltliche Füllung, sondern muss als Formwerdung der Persönlichkeit verstanden werden. Und Bildung geht nicht mit der Selektionsfunktion der Schule zusammen, weil Bildung nämlich Selbstzweck sein sollte. Was Brecht da macht, ist Folgendes. Er instrumentalisiert den Bildungs- als Kampfbegriff für seine eigenen Zwecke. Im Grunde sagt er nichts anderes, als dass die anderen ein vollkommen unangemessenes Verständnis von Bildung haben. Seines ist natürlich viel besser. Deswegen ist die Schule, so wie sie im Moment ist, auch katastrophal, während seine Schule der Zukunft die Antwort auf die sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen darstellt. Beim Leser bleibt hängen, Brecht hat mit seinen Aussagen über Bildung recht. Was Bildung aber jetzt genau ist, bleibt ironischerweise relativ unklar. Interessant ist außerdem, wenn man mal darüber nachdenkt, was Brecht mit seinem Buch eigentlich erreichen will. Klar, er will Geld verdienen. Aber als Idealist will er sicherlich auch einen positiven Beitrag leisten. Er will die Bildungsrevolution, die seiner Ansicht nach ja kommen muss, anstoßen. Zu welchem Preis er das tut und ob das gelingt, das schauen wir uns noch kurz an. Hinter der Suggestion, die Bildungsrevolution wird kommen, steckt die Idee, wenn viele Menschen das Buch lesen und seine Ansichten teilen, dann wird da was ins Rollen kommen. Die Rufe der Bevölkerung nach strukturellen Reformen im Bildungswesen werden lauter und irgendwann wird der Druck auf die Politik so groß, dass gehandelt werden muss. Aber stimmt das alles so? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Brecht beschreibt unser Schulsystem als einen aussterbenden Dinosaurier. Solche Endzeitszenarien werden ständig gezeichnet, und zwar nicht nur bezogen auf unser Bildungssystem. Überall hat man den Eindruck, die Welt geht gleich unter. Digitale Medien machen unsere Kinder zu sozial-emotionalen Krüppeln. Der Rechtsruck in Europa gefährdet die Demokratie, unter dem Leistungsdruck der Gesellschaft gehen wir alle kaputt und so weiter und so weiter und so weiter. Aber irgendwie wird dann doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oder? Das war damals bei der Einführung des Buchdrucks so und ist heute nicht anders. Man braucht nicht viel Orientierungswissen, damit einem das klar wird. Eine Folge davon könnte nun sein, dass Brechts Buch alles andere als den gewünschten Effekt erzielt. Vielleicht bringt er durch seine überspitzten Darstellungen und seine Polemik gar nicht den Stein ins Rollen, den es braucht, damit unser Schulsystem tiefgreifende Veränderungen erfährt, sondern es kommt durch die Verhärtung der Fronten zu einem kompletten Stillstand. Brecht lässt kaum ein gutes Haar an der Schule und auch nicht an den Lehrerinnen und Lehrern.
Wieso sollte ich denn als Elternteil mit der Schule und den Lehrkräften partnerschaftlich zusammenarbeiten und versuchen, Missstände zu beseitigen, wenn das System doch bereits an der Wurzel verfault und die Lehrerinnen und Lehrer ihren Job nicht aus Überzeugung ausüben, sondern nur deswegen, weil sie nach dem Abi nicht wussten, was sie sonst machen sollen? Man könnte sicherlich noch eine ganze Reihe weiterer Punkte anführen. Auf einen Aspekt ist es mir noch wichtig einzugehen. Brecht macht ja im zweiten Teil des Buches zahlreiche Vorschläge, wie die Schule der Zukunft gestaltet werden müsste. Seine Reformideen begründet er theoretisch, zum Beispiel mit der Entwicklungspsychologie oder den Neurowissenschaften. Was er da so erzählt, hört sich total gut nachvollziehbar und plausibel an. Das müsste man so machen, denkt man sich als Leser. Aber müsste man das wirklich? Was Brecht da formuliert, sind nichts als Hypothesen. Er führt keine belastbaren Beweise dafür an, dass sein Modell wirklich funktioniert oder besser ist als das jetzige. Und ganz ehrlich, ich habe da auch durchaus meine Zweifel. Warum tun sich nicht mal die ganzen Querdenker wie Brecht, Tüter, Juhl und wie sie alle heißen zusammen und zeigen in der Modellschule, dass ihre Ideen funktionieren? Das wäre doch mal eine Maßnahme. So haben wir leider nicht viel mehr als heiße Luft. Klingt gut, aber eine flächendeckende Umsetzung ist absolut unrealistisch. Ja, vielleicht sogar fahrlässig, weil die Folgen eines so tiefgreifenden Einschnitts absolut nicht vorhersehbar sind. Bei der vielen Kritik könnte man jetzt meinen, dass ich das Buch richtig schlecht fand. Das ist so aber nicht ganz richtig. Unser Bildungssystem hat zahlreiche Mängel. Ich würde da zwar nicht von einer Bildungskatastrophe sprechen, aber es ist kein Geheimnis, dass nicht alles rund läuft. Dass Brecht darauf aufmerksam macht, finde ich richtig und auch wichtig. Außerdem finde ich klasse, dass er nicht nur kritisiert, sondern wirklich mal konkrete Vorschläge macht, wie es anders laufen könnte. Wie man das, was Brecht schreibt, dann beurteilt, das steht auf einem anderen Blatt. Entscheidend ist in meinen Augen, dass man die Dinge, die man liest, mit den Dingen, die man weiß und der eigenen Haltung in Zusammenhang bringt und dann eine eigene Position entwickelt. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Meine Haltung zu Brechts Buch kennt ihr auf jeden Fall jetzt. Und damit sind wir auch schon durch. Das war's mit Brecht und seiner Bildungsrevolution. Wenn ihr euch für reformpädagogische Ansätze interessiert, die ja auch für Brecht eine ganz zentrale Rolle für die Schule der Zukunft darstellen, dann ist vielleicht das in der Infobox verlinkte Video über John Dewey und sein Buch Demokratie und Erziehung was für euch. An der Stelle auf jeden Fall einen recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.